Herzlich willkommen zu Step by Step. Das ist ein Zungenbrecher, weißt? Ja. Herzlich willkommen zu Step by Step Part 3. Aber ich habe Fluss vergessen, ich mach's nochmal. Herzlich willkommen zu Step by Step Fluss Part 3. Juhu! Jawohl. Wir sitzen hier in unserem Hausgewässer und haben aktuell Schonzeit, dürfen deshalb keine Köderfische einsetzen, auch nicht die toten Köderfische. Deswegen befassen wir uns in diesem Video mit einem Köder, der nicht nur in der Schonzeit seine Stärken beim Welsangeln voll ausspielt. Ja, die Vorspeise zum Mittagessen für die Drehpause ist schon sauber antrapiert. Sieht echt köstlich aus, aber obwohl es so lecker ist, was wir da an Kalamaris-Streifen zurechtgelegt haben, geht es in erster Linie heute eben nicht um diesen Köder, sondern es geht um einen Köder, der viel mehr Leuten von euch bekannt ist, und das ist der Wurm. Einfacher Tauwurm zum Angeln auf Welse. Da wollen wir einfach mal heute drauf eingehen und von allen Richtungen beleuchten, was sind seine Vorteile, was sind vielleicht auch seine Nachteile, wie kann man den einsetzen, wo macht es Sinn und vor allen Dingen, wie sollten die Montagen dazu aussehen. Bevor wir jetzt dann natürlich zur direkten Anwendung gehen, fragt man sich natürlich, ja, wo kriegt man die Tauwürmer überhaupt her? Und das ist halt eben ein Riesenvorzug vom Tauwurm. Den kriegt man im Prinzip ganz leicht aus jedem Angelladen. Man kann es online bestellen. Es gibt Versandhäuser, die komplett Riesenpackungen mit Tauwürmern oder anderen Würmern auch versenden. Wobei wir immer auf Tauwürmer zurückgreifen, weil das eigentlich zum Welsangeln so die gängigste Variante ist. Sind die größten Würmer und die machen einfach am meisten Sinn. Die guten Kanadischen. Die guten Kanadischen, da müsst ihr ganz gut drauf gucken, dass die aus Kanada kommen. Wenn die von sonst wo kommen, dann könnt ihr die vergessen. Nee, natürlich nicht. Tauwürmer sind Tauwürmer. Ihr könnt sie euch sogar selbst sammeln. Das heißt, ihr müsst nicht viel Geld dafür ausgeben, sondern wenn ihr nachts auf die Wiese geht und da ein bisschen aufmerksam guckt, aber nicht mit normalem Licht, sondern mit Rotlicht, denn bei normalem Licht hauen sie ab. Wenn ihr mit rotem Licht dann guckt, dann seht ihr, dass gerade auf feuchten Wiesen, gerade wenn es auch geregnet hat, wirklich ja, viele Welse auf der Wiese liegen. Viele Welse sind auf der Wiese bei Hochwasser, das stimmt. Aber ich wollte über Würmer reden, deswegen rede ich über Würmer. Ja, da könnt ihr in einer Session, sage ich jetzt mal, euch wirklich eine richtige Portion Würmer zusammensuchen. Wichtig ist eben die rote Beleuchtung und dass, wenn ihr sie gesehen habt, müsst ihr schnell sein. Ja? Weil wenn die Erschütterung merken, eure Tritterschütterung, dann ziehen die sich meistens sofort wieder ins Erdreich zurück und dann müsst ihr halt schnell sein, die abgreifen und dann, und das ist ganz wichtig, weil man neigt dann dazu, hektisch zu ziehen, aber das ist genau der Fehler, man muss die greifen und dann mit Gefühl so langsam ziehen, weil wenn man zu schnell zieht, dann reißt er einfach ab und dann hat keiner gewonnen. So, und ja, da könnt ihr euch eben auch so einen riesen Vorrat anschaffen, von dem ihr dann lange, lange zehrt. Und wenn ihr regelmäßig Würmer suchen geht, dann habt ihr eigentlich nie ein Wurmproblem. Oder man supportet einfach seinen lokalen Angelgerätehändler. Das geht natürlich auch. Also das geht auf jeden Fall ganz klar. Ja, und wenn ihr die Würmer dann habt, dann geht es eigentlich schon direkt mit dem nächsten Vorteil weiter. Denn es ist nämlich tatsächlich so, dass die Würmer sich ganz schön leicht hältern lassen. Wenn man das Hältern von Köderfischen gewöhnt ist und muss dann nur noch Würmer hältern, dann ist es wirklich ein Kinderspiel. Ihr müsst die einfach zu Hause nur kühl lagern. Entweder in den Boxen, in denen sie kommen, oder in irgendwelchen Schüsseln, wo ihr irgendein Erdreich einfüllt und noch mit Blättern abdeckt. Und das haltet ihr ein bisschen feucht, dann halten die sich da ewig drin. Da kann man natürlich jetzt auch eine Wissenschaft draus machen, möchte ich an der Stelle nicht. Ich möchte nämlich viel lieber darüber sprechen, was ihr machen solltet, wenn ihr die Würmer dann von zu Hause mit ans Wasser nehmt. Und da müsst ihr eben einfach darauf achten, dass die Kühlkette, wenn es möglich ist, nicht unterbrochen wird. Ja, weil wenn die zu viel Wärme abkriegen, dann sterben die und dann werden die ganz schnell matschig und das stinkt wie die Hölle. Und vor allen Dingen, ihr könnt sie als Köder nicht mehr vernünftig verwenden. Denn selbst wenn ihr sagt, oh, die stinken doch super, das muss dem Wels doch gut gefallen, kann ich euch sagen, dass das Anködern schon eine Qual ist, und wenn sie dann am Haken sind, dadurch, dass sie so weich geworden sind, halten sie nicht mehr gut. Deshalb frische Würmer, die auch noch Bewegung mit reinbringen. Und diese Bewegung ist eben ein Hauptargument dafür, warum wir die Würmer beim Angeln in Deutschland verwenden. Es ist eben so, wir dürfen hier keine lebenden Köderfische einsetzen. Das heißt, wir haben, wenn wir mit toten Köderfischen angeln, immer nur Köder, die sich nicht bewegen. Und ein Wels springt eben auf Bewegungen an, weil wir eben die Würmer hier ganz legal verwenden dürfen und somit auch Bewegung an unseren Köder bringen, ist er eigentlich prädestiniert für den Wels. Hinzu kommt noch der Geruch, den er ans Wasser abgibt, und gerade in so einem großen Bündel werden dann schon viele Bewegungsreize und auch, sag ich mal, Duftspuren ans Wasser abgegeben, die vom Wels wahrgenommen werden können.
Ja, was haben wir noch? Hast du noch in dem Zusammenhang noch einen Ergänzung, Carsten? Der Transport, worin am besten transportieren, genau, kühlen beim Transport. Das ist nämlich noch so ein Punkt. Also ich habe das auch schon öfters mal versucht, die einfach unter einen Autositz zu legen und dann irgendwie schnellstmöglich ans Wasser und unterm Baum in den Schatten irgendwo. Aber das hat meistens weniger gebracht. Deswegen gerade im Sommer, ne? Im Winter ist kein Problem, aber im Sommer, wenn es warm ist, Außentemperaturen, ja, 30 Grad. Dann seid ihr noch nicht am Wasser, dann kann es schon sein im heißen Auto, dass die schon übergehen. Deswegen bin ich dann dazu übergegangen, irgendwann auf Kühltaschen zurückzugreifen. Wie zum Beispiel unseren Cooling Bag, wo ihr wirklich Platz genug habt für 4 Packungen oder gängige Packungsgrößen von Tauwürmern. Wenn es richtig heiß ist, könnt ihr hier auch noch einen Kühlakku dazulegen. Dafür ist auch genug Platz. Dann schließt ihr das Ganze ab und so bleiben eure Würmer dann definitiv lange kalt. Und wenn ihr eben mehr Tauwürmer als 4 Packungen mitnehmen möchtet, dann gibt es hier auch noch die Cooling Bag Pro. Die ist halt entsprechend größer. Und hier habt ihr dann auch noch Platz. Da könnt ihr euch dann abends, wenn ihr nicht so viele Tauwürmer mitnehmen wollt und wollt noch grillen oder vielleicht auch mal ein alkoholfreies Bier trinken, dann habt ihr hier natürlich ausreichend Platz drin. Seht ihr schon, hier sind jetzt etliche Packungen drin von den guten Kanadischen. Und da habt ihr jetzt auch noch Platz für Verpflegung. Wusstest du, dass die Tasche wunderbar in Tackle-Container Pro L oder der Normal L reinpasst? Ich hab's noch nicht ausprobiert, ja, aber funktioniert ja wunderbar. Ich glaub's, ja. Das ist nur so am Rande, ne? Ja. Nee, Werbung muss sein und ihr wisst ja, mit dem Code TECK gibt es auch noch ein paar Goodies im Onlineshop. Richtig. Das haben wir abgehakt. Jetzt geht es weiter um den Wurm. Nicht genau, um die Wurst. Also das wollte ich noch sagen. Nicht um die Wurst geht es in diesem Video, sondern um den Wurm. Den Witz muss er jetzt den machen. Wollte ich reinbringen. Hannes wollte so nicht beginnen. Ne? Nee, hättest du mal schon, lieber gemacht, hättest du nicht so gehakelt. Das stimmt. Wir wollten schon ein Intro bringen, aber ich habe gesagt, geht gar nicht. Aber gut, jetzt ist er drin. Ja, aber macht euch nicht verrückt. Ihr müsst auch nicht die Taschen nehmen. Wir finden es natürlich super, wenn ihr die verwendet. So eine Aldi-Kühltasche funktioniert natürlich auch. Genau, ne? Ihr könnt normale Kühlboxen oder was ihr habt mitnehmen. Hauptsache ihr lagert die Würmer kühl. Das ist halt eben wirklich wichtig. Ja, und wenn ihr dann am Wasser angekommen seid, dann fragt ihr euch natürlich, wie kann man die Würmer jetzt präsentieren? Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Unabhängig von der Montage greifen wir da sowohl beim U-Posenangeln als eben auch beim Abspannen immer gerne auf Systeme zurück, die aus 2 Trillingshaken bestehen. Da müsst ihr aber aufpassen, das habe ich auch gelernt in letzter Zeit, dass es verschiedene Gebiete in Deutschland oder auch im Ausland gibt, wo man eben nicht mit 2 Trillingshaken angeln darf. Da muss man sich dann entsprechend den Regeln unterordnen. Aber wo ihr es machen dürft, da kann ich euch empfehlen, fischt mit 2 Trillingen, denn wenn ihr hier gleich, und das werden wir gleich machen, die Würmer aufzieht, dann seht ihr, dass ihr so einen richtig schönen Bündeleffekt erzeugt, der dann unter Wasser so richtig schön aufschwemmen kann und ihr habt dann so ein richtig schön pulsierendes Wurmbündel. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch einfach mal an. Ach so, wenn ich jetzt hier gerade die Packung habe, bitte nehmt die wieder mit. Also das sind Styroporpackungen, die verrotten überhaupt nicht in der Natur. Unabhängig davon, ob die verrotten oder nicht, sollte man sowieso seinen Müll vom Wasser mitnehmen. Aber wenn ich so eine Packung am Wasser sehe, dann kriege ich echt einen Hals. Weil es ist kein Problem, wenn man die Dinger mitnimmt zum Wasser, dass man die auch einfach wieder dann zurücknimmt, mitnimmt nach Hause und dann so entsorgt, wie es sich gehört. Das an der Stelle nur, weil ihr werdet noch viele Packungen wahrscheinlich in den kommenden Videos sehen davon. Bitte nehmt die mit, weil wir möchten nicht dran schuld sein, wenn nachher an den Gewässern irgendwelche Packungen rumliegen. Das gerne auch mal, was ich auch manchmal gerne mache, in die Mülltüte auch die Packung von anderen Anglern mit einsammeln. Ja, wenn ihr die findet. Ja, weil genau. Ist echt schlimm, wie manche Angler wirklich ihre Madendosen oder so hinterlassen. Ich weiß, dass das sogar jetzt gar nicht hauptsächlich euch betrifft, weil ich mir sicher bin, dass die hier zuschauen, genau auf solche Dinge achten. Aber man kann es halt eben nicht oft genug sagen und vor allen Dingen, ihr könnt dann die Message auch noch weiter verbreiten, eben an die Menschen, die ihr am Wasser trefft. Und die sich vielleicht nicht an die Regeln halten. Gut, ja. Job hier. Müsste man eigentlich viel öfter in Videos sagen. Ne? Ich vergesse auch manchmal. Eigentlich jedes Video mit einem Müllsack enden, den man mitnimmt. Ja. Ist eigentlich so. So, naja, dann fangen wir mal an. Im Prinzip sucht ihr euch bei dem Tauwurm dann einfach hier das dicke Ende. Und ich der dann, Kopf, das dicke das Ende. Ist der Kopf, genau. Und dann steche ich den einfach nur einmal so drauf. Dann kann der nämlich schön nach unten frei hängen. Und auch arbeiten, sich bewegen frei, weil das wollen wir ja. Wir wollen, dass der Wurm sich oder die Würmer sich frei bewegen und dadurch Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich mache es dann in der Regel so, dass ich auf jede Hakenspitze 2 Würmer drauf packe. Wenn ihr jetzt, es ist jetzt hier ein Pro Tribble zweimal in Größe XS, die sind halt relativ klein. Wenn ihr größere Drillinge verwendet, könnt ihr natürlich auf jede Spitze auch mehr machen. Aber wir haben jetzt sogar in ganz jüngster Vergangenheit den Fisch im letzten Video, den ihr gesehen habt,
genau auf so eine Montage mit kleinen Haken gefangen und dann hat der kleinere, in Anführungszeichen kleinere Köder absolut gestochen. War sogar genau die Montage, ja? Es war genau die. Also, habe ich jetzt ironisch betont, aber es war wirklich genau die. Jetzt ist die Packung leer und mein System voll. Und ihr seht schon, das muss Bewegungsreize aussenden, so wie das aussieht. Und natürlich gibt es auch Geruch ab. Wir können das auch mal gerade demonstrieren im Wasser. Das solltet ihr sowieso immer machen, wenn ihr U-Posen fischt, dass ihr guckt, ob die U-Pose, die ihr ausgewählt habt, euer Ködergewicht auch trägt. So, und wenn ihr das jetzt seht, wie die jetzt hier unter Wasser sich verhalten und wie das Bündel pulsiert, dann könnt ihr euch durchaus, glaube ich, vorstellen, dass ein Waller daran Interesse finden kann. Vor allen Dingen eben, wenn das Ganze noch von der Strömung ein bisschen unterstützt wird. Aber selbst wenn nicht, also wir haben hier wirklich auch in dem Gewässer, in dem wir jetzt hier angeln, mit wenig Strömung, wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Köder gemacht. Also der wird trotz der fehlenden Strömung gefunden und auch genauso gern gefressen wie in Gewässern, wo eben viel Strömung herrscht, die die Präsentation dann letzten Endes noch unterstützt. Jetzt ist es eben so, dass die Würmer natürlich nicht nur Welse ansprechen, sondern eben auch noch ganz, ganz viele andere Fische. Vor allen Dingen hier bei uns, das werdet ihr wahrscheinlich von euren Gewässern auch kennen, haben wir ganz viele Grundeln. In einer Periode, wo die Grundeln aktiv sind und aktiv fressen und einmal so ein Bündel gefunden haben, kann es schon mal sein, dass so ein Paket dann wirklich relativ schnell leergeräumt ist. Genauso, wenn kleine Weißfische drüber herfallen oder Barsche. Viele Fische lieben Würmer und dementsprechend habt ihr da viele Beifresser sozusagen. Um eben dieser Sache vorzubeugen oder darauf zu reagieren, solltet ihr auf jeden Fall immer aufmerksam sein, was die Aalglöckchen angeht, die ihr an den Glocken montiert habt. Weil ihr so nämlich hören könnt, wenn die Würmer abgezupft werden und wenn ihr wirklich merkt, da ist viel Aktion am Köder, es ist kein Welsbiss, aber es ist viel Aktion, dann solltet ihr auch regelmäßig das Ganze kontrollieren. Macht aber auch gar keinen Stress eigentlich, weil wenn ihr eh mit Wurfmontagen angelt, dann ist das ja kein Aufwand, dann geht das ja ruckzuck. Wenn ihr noch eine Variation haben möchtet, beziehungsweise eine zusätzliche Sicherheit, dass zu jeder Zeit immer ein Köder am Haken übrig bleibt. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt nachts um 2 Uhr nicht mehr aufstehen wollt, um das nochmal neu zu machen, dann könnt ihr euch anders behelfen. Und hier kommt jetzt unsere köstliche Vorspeise ins Spiel. Also das sind jetzt hier Calamaris-Streifen. Ich habe mir die rausgeschnitten aus Calamaris-Tubes. Kann man auch mal zeigen. Also das sieht eigentlich, wenn man die beim Fischhändler kauft, sieht das so aus. Das sind eben die Tubes von den Calamaris. Und dann kann man eben wunderbar sich hier das rausschneiden, was ihr auch als Calamaris-Ringe kennt oder Tintenfischringe. Wenn man das nochmal aufschneidet, das haben wir auch eben noch mitgefilmt, dann erhaltet ihr eben diese Streifen. Und das Schöne daran ist, dass die wirklich eine ganz feste Konsistenz haben, also verhältnismäßig feste Konsistenz. Und wenn ihr die noch über eure Spitzen drüber legt, dann habt ihr zum einen den Vorteil, dass sich der Wurm nicht mehr runterdrücken kann, weil er eben durch den Streifen gesichert ist, und ihr habt eben den Vorteil, dass das hier niemals von der Grundel abgezogen werden kann und auch nicht von einem Weißfisch. Und selbst wenn alle Würmer weg sind, habt ihr dann immer noch, wenn ihr jetzt natürlich mehrere aufzieht, habt ihr immer noch einen attraktiven Köder, der jederzeit von einem Wels gefressen werden kann. Und deswegen ist das eine Kombination, auf die ich sehr, sehr gerne zurückgreife, weil ich einfach so eine Sicherheit habe, dass mein Köder noch aktiv angelt. Und ich muss mich nicht drüber ärgern, wenn ich morgens rauskurbel und es ist nichts mehr dran. Ja, so. Weiterer Vorteil, auch Würfe hält der Calamaris deutlich besser aus. Also wenn mal ein paar Würmchen abfliegen, der Calamaris bleibt dran. Richtig, ganz genau. Und ich mache es jetzt hier, das macht wahrscheinlich auch jeder anders. Ich habe beim Carsten gesehen, der hängt die immer, also hängt jetzt hier die Streifen ein und hängt jetzt genauso hier unten auf den Trillingen noch weitere Streifen ein. Ich mache es dann eben so, dass ich den Streifen, der oben beginnt, einfach nochmal hier unten auf den Spitzen einhänge, dann hat er 2 Fixpunkte, und falls dann mal ein Wels versucht, ihn abzuzupfen, dann kriegt er ihn halt nicht ganz so leicht runter, weil er 2-mal eingestochen ist. Wenn man es so macht wie der Carsten, hat es eben den Vorteil, dass das Ganze noch nach unten verlängert wird. Das kann man ja einfach auch mal noch zeigen hier. Darf ich auch ganz kurz noch was sagen? Und zwar, ich mache es manchmal auch so, dass ich die keine Ringe schneide, die ich aufschneide, sondern länglich die Streifen schneide. Und so kann ich halt wunderbar bestimmen, wie lang die Streifen sein sollten. Und die Streifen mache ich dann persönlich nie viel länger als der Abstand der beiden Drillinge, sodass die jetzt nicht allzu viel überhängen. Das heißt,
da hat man einen gewissen Spielraum bei dem Köder. Genau. Man ist da im Prinzip flexibel. Also wie ihr das macht, macht das so, wie es euch das beste Gefühl gibt beim Angeln oder wie es vielleicht auch dann in der Strömung, wenn ihr es ausprobiert, am besten aussieht. Guckt euch das an. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt merkt, oh, wir bekommen Bisse, aber Fehlbisse, dann geht auf jeden Fall mit der Länge zurück, sodass ihr, wie Carsten sagt, nur noch die Länge abgreift, wo auch wirklich Haken sind, sodass, wenn ein Welt sich am Köder zu schaffen macht, dass er auch immer Kontakt kriegt mit den Hakenspitzen. Das hier ist jetzt eigentlich so eine Variante, die dann Sinn macht, wenn die Welse wirklich aktiv fressen und das Ding reinsaugen mit allem, was dran ist. Und ansonsten, ich müsste jetzt nochmal auf den schlauen Zettel gucken. Carsten, hast du noch eine Idee? Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen alles. Ich habe aber noch einen riesigen Vorteil von den Würmern. Und zwar ist es so, dass die wirklich sehr flexibel einsetzbar sind. Man kann sie bei sämtlichen oder ich würde sagen fast allen Methoden, mit Ausnahme Spinnfischen, kann man sie beim Welsangeln verwenden. Also ich persönlich, meine Angelei, ich habe bei Taubemann bisher am meisten gefischt beim Klopfen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich alles, der Standardköder beim Klopfen. Aber ihr könnt sie auch einsetzen, so wie hier geplant, beim stationären Angeln, also das heißt beim U-Posen-Angeln. Ihr könnt sie beim Abspannen benutzen, ihr könnt sie benutzen, wenn ihr eine Pose treiben lasst, ihr könnt sie benutzen, wenn ihr mit Seitplaner angelt, wenn ihr abspannt oder eben aktiv unterwegs seid. Also es ist ein ganz, ganz flexibler Köder, der schon auf sämtlichen Varianten für Bisse und Fänge gesorgt hat. Und ich würde sagen, an der Stelle, Hannes, würde ich ganz gerne mal zwei sehr schöne Fische einstreuen, die ich in Deutschland gefangen habe, dass die Leute auch mal ein bisschen Vertrauen kriegen, dass man darauf auch wirklich große Fische fangen kann. Ja? Sowohl, wenn man anfängt, den 80er-Wels, sage ich mal, als auch den großen 2-Meter-Wels hier in Deutschland. Und richtig, das zeige ich mal jetzt einfach mal. Film ab. Hobby. Hast drauf? Ja. Geil. Da ist er, Carsten. Geiler Wurmfisch, oder? Geiler Fisch. Deutscher 1,73 auf Würmer. Richtig geil. Geil. Richtig gut, oder? Geil. Boah, richtig gut. Geil. Das ist richtig geil. Oh, geil, ey. Ein Wurmfisch. Guck dir das Ingwer an, ey. 2,04 Meter. 2,04 Meter. 2,04 Meter. Wie geil ist denn das, Tommy, ey? Also ich glaube, von uns hier, das ist richtig geil. Alter, ein deutscher Walli auf Wurmbündel. 2,04 Meter. 2,04 Meter, ey. Auch für die Ecke, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist richtig geil, ey. Richtig, richtig geil. Ja, ihr habt's gesehen, wenn man diesen Ködern Vertrauen schenkt und sie einfach konsequent einsetzt, dann fängt man auch regelmäßig seine Fische darauf und auch die großen Welse, was man vielleicht sich gar nicht so vorzustellen vermag, aber auch die großen Welse fressen die Würmer und ernähren sich auch von kleiner Nahrung und fressen auch kleine Köder und dementsprechend habt keine Scheu davor, das genauso zu fischen, auch wenn ihr nur die großen fangen wollt. Die fangen da genauso damit wie die Durchschnittsgröße oder auch die kleinen Fische. Macht auf jeden Fall jede Menge Spaß, vor allen Dingen, weil es so viele Vorteile mit sich bringt und auch so einfach im Handling ist. Probiert es auf jeden Fall mal aus. So, es ist alles beködert, der Köder ist jetzt ready. Und jetzt gucken wir natürlich auch, ob das Ganze uns noch einen Fisch bringt. Die Ruten werden jetzt ausgelegt und dann heißt es hoffen und warten. Jawoll! Fisch hängt. Die Wurmmontage hier im Uferbereich hat gestochen. Und was sich da anbahnt, das seht ihr hier vom Ufer. Kein allzu großer Fisch, aber es ist komplett egal. Wir angeln hier mit Tauwürmern in Deutschland am kleinen Industriefluss, sag ich mal. Mega, ey, ich bin so froh. Hannes, ist er so nicht schlecht? Nee, der ist nicht schlecht. Für hier schon gar nicht, gell? Der ist cool.
Und jetzt hat er noch eine schöne Packung Matsch abgeholt hier im Bereich. Ihr habt es gesehen, ich habe dem jetzt noch einmal sachte, und ich sage bewusst sachte, weil ich sehe oft, dass da so drauf geschlagen wird, schon fast, als hätte man Angst vor dem Fisch. Es reicht, wenn ihr den sachte im Kopfbereich berührt in der Endphase vom Drill oder wenn ihr denkt, dass der Fisch fertig ist, weil ihr dann nochmal überprüfen könnt, ob er wirklich fertig zur Landung ist. Wenn er dann nochmal zur Flucht ansetzt, das kann auch dann mit einigen Sekunden Verzögerung mal eintreten, also erstmal noch die Finger weglassen. Und wenn er dann nicht mehr flüchtet, dann könnt ihr einfach zupacken, zum Ballergriff ansetzen. Aber der will noch nicht. Boah, das ist gerade echt hier, es geht runter wie Öl, ganz ehrlich. Sau gut. Gerade wenn man mit zwei Drillingen fischt, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist es besonders wichtig, dass man sich vorm Zugreifen nochmal einen Überblick verschafft, wo die Haken im Ballermaul sitzen, damit man da nicht irgendeinen unnötigen Kontakt eingeht mit den Hakenspitzen. Hock nicht in den Fingerrahmen, saß doch, Hannes. So kann man es auch sein, aber außerhalb vom Saarland versteht das ja keiner. So, da sieht man es. Sollen wir jetzt hier irgendwas von wegen Fakereien angehängt kriegen. Also hier sind die Würmer drin, Kalamaris-Streifen sieht man auch noch. Und ich denke mal, so wie der den eingezogen hat, wollte der den auch definitiv haben. Super, ey. Perfekt. Wichtig ist es auch, wenn ihr mal gegriffen habt, dass ihr nicht mehr loslasst, weil das kann dann halt echt blöd werden. Da ist er doch! Mega, ey. Jetzt machen wir erstmal die Haken raus. Das waren sogar wieder die kleinen Pro Tribbles. Größe XS. Reichen hier komplett aus bei unserem Gewässer. Bei den Bedingungen und erwartbaren Fischen passt das 100%. Hannes, ich sag 1,50. Komm, ich halte ihn vorne. Ich kann da ran. Ach, Hannes, halt fest. Guck mal schnell. Ja, ich sag 1. Knapp 1,50. 1,51. Jawohl! Geil. Geil. So, da ist er, unser Wurmwaller. Der Plan ist voll aufgegangen. In der Morgendämmerung kam er. Ich denke, das ist ein absolut würdiger Abschluss für das Wurm-Spezial oder Wurm-Video unserer Step-by-Step-Reihe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt auf diesem Kanal, dann denkt auf jeden Fall ans Abo. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, klickt schnell auf die Glocke, dann kriegt ihr immer direkt Infos. Falls ihr im Zec-Fishing-Shop unterwegs seid und euer Tackle gern online bestellt, dann denkt auch an den Zec-Fishing-Bestellcode. Dann helft ihr dem Kanal und auch euch selbst, weil ihr kriegt was gratis. Und ja, ich denke, das ist absolut runde Sache, genauso wie diese Session. Ich bin absolut zufrieden und ja, ich sag bis bald, bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao.